herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich habe gerade Yoga gemacht und das habe ich wirklich eine Ewigkeit schon nicht mehr gemacht. Und es war auch anstrengender, als ich es erwartet hätte. Aber ich bin ganz froh, mich jetzt doch bewegt zu haben, weil eigentlich gehe ich ja sonntags ins Fitnessstudio und mache ein bisschen mehr Sport. Aber ich fühle mich einfach überhaupt nicht fit. Das Bein entwickelt sich zwar super, aber ich habe Unterleibsschmerzen und alles, was damit zusammengehört. Deswegen hatte ich jetzt einfach kein Bock und auch gar keine Energie für irgendwie so große Bewegungen. Aber Yoga hat jetzt auch gut getan. Es war auch anstrengender, als ich dachte. Aber ich glaube, wenn man so 2 Wochen halt nur zu Hause sitzt und auf der Couch abhängt, dann haut das alles nochmal ein bisschen mehr rein. Ansonsten wird heute eigentlich nur gechillt. Ich muss nächste Woche 6 Tage arbeiten, deswegen schone ich meine Kräfte und mache so ein bisschen die Wäsche noch nebenbei. Aber das war's dann auch. Ansonsten wird gleich erstmal Dark Souls gezockt. Und für heute habe ich noch vor, das Solero-Tiramisu nochmal zu machen, weil ich es wirklich so lecker fand. Aber diesmal dann mit einem Erdbeer-Himbeer-Geschmack und ich wollte mal gucken, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Da kann ich euch auf jeden Fall auch noch das Ergebnis zeigen und dann freue ich mich, wenn ich heute den Sonntag mit einem lecker Dessert als Belohnung ausklingen lassen kann. Ja, und so geht das jetzt den ganzen Sonntag, aber ich schwöre, ich war noch nie so gut wie gerade. Also ich mache die erst seit gestern Abend, habe so 4, 5 Tries gehabt, aber ich war noch nie in ihrer zweiten Phase. Aber das war gerade richtig gut. Also ich bin optimistisch, dass ich sie heute noch down bekomme. Und sie ist auch einer meiner Lieblingsbosse. Also ich finde sie bisher richtig cool, die ganze Animation und so weiter und die Art und Weise, wie sie kämpft, finde ich echt nice. Also ich mache weiter. Gut, das Chaos hier ist gerade ein bisschen insane, aber ich will mich sputen, damit das Tiramisu schnell in den Kühlschrank kommt und kühlen kann. Also ich habe jetzt hier diese Creme mal um Himbeeren aus dem Glas ergänzt und die einfach jetzt so ein bisschen untergehoben. Ich glaube, das könnte super lecker schmecken. Ich denke, wir entfernen uns langsam von dem Begriff Tiramisu, aber ich glaube, es wird eine leckere Kaltspeise zum Nachtisch. Und das Ganze wird halt getränkt in hier Erdbeersaft von der Marke. Und ja, ich schau mal. Ich schau mal, wie es schmecken wird, aber ich glaube, das wird schon gut schmecken. Oh mein Gott, ich glaub's nicht. Seele der Tänzerin heißt, dass ich sie besiegt habe und das hat mich jetzt wirklich fast den ganzen Sonntag irgendwie gekostet. Also mit Pausen, denn ich hatte so 2, 3 Nervenzusammenbrüche, wo ich echt gesagt habe, ich spiele es jetzt nicht mehr weiter, weil es mich so abgefuckt hat. Aber ich habe es jetzt doch noch geschafft am Sonntagabend. Wir haben jetzt, glaube ich, 9:30 oder so und endlich ist sie down. Sie liegt. Ich bin so glücklich und ich freue mich, dass ich jetzt weiterspielen kann und endlich dieser Bossfight zu Ende ist. Ich gehe mir jetzt erstmal ihre Waffen kaufen für ihre Seele, wie das klingt, aber so läuft das nun mal in diesem Game. Und bin wirklich überglücklich, dass ich das geschafft habe. Am Ende ist man dann doch mal froh, dass man die Zähne zusammengebissen hat. Aber manchmal denke ich mir, ey, da fließt so viel Zeit einfach rein. Dafür, dass man immer wieder irgendwie 30 Sekunden spielt und stirbt. Aber wenn man es dann doch geschafft hat, dann, ja, dann ist man doch irgendwie happy und stolz auf sich, dass man durchgehalten hat und alles gegeben hat, bis man es dann irgendwann gepackt hat. Jetzt gibt es erstmal Belohnung. Schaut mal bitte, wie gut das aussieht. Wow. Das ist mal eine Portion, aber die habe ich mir jetzt auch wirklich verdient. So, dann machen wir mal den Geschmackstest, ob Erdbeer-Himbeer mit Maracuja mithalten kann. Ja, ist geil. Kann es. Ja, ich mache mir jetzt noch einen schönen Sonntag. Wir sehen uns irgendwann die Woche. Bis dann! Thank you.
ich bin jetzt gerade wieder zu Hause rein. Übelst am Schwitzen, aber so soll es ja auch sein. Das hat richtig, richtig gut geklappt. Also viel besser, als ich es gedacht habe. Aber das Bein hat top gehalten. Ich bin trotzdem auf einer kleinen Runde geblieben. Ich bin jetzt ein bisschen über 3 Kilometer gelaufen in 21 Minuten. Ich blende euch das mal hier ein, falls es jemand interessiert. Mich interessiert es auf jeden Fall. Aber nee, mir geht's gut. Ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Es sind ja irgendwie immer nur so 20 Minuten, 30 Minuten, wenn man sich da mal einmal aufgerafft hat. Und am Ende ist man dann doch froh, dass man irgendwie einfach losgegangen ist. Und ja, ich gehe jetzt duschen, ziehe mir was Bequemes an und dann dreimal dürft ihr raten, was dann passiert. Wahrscheinlich Dark Souls und eine Cola. Übrigens, diese Weste, die ich immer anhabe, das ist eine Laufweste. Die ist extra fürs Laufen gemacht. Bei Frauenklamotten ist es leider häufig so, dass sie nicht so richtig Taschen haben, wo man halt Handy und Schlüssel unterbringen kann. Klar, wenn man eine Jacke anhat, dann geht das dann schon. Aber die Laufwesten sind halt extra so konzipiert, dass das alles möglichst eng anliegt und dass die Taschen halt gerade so die richtige Größe haben, dass die Gegenstände halt nicht so rumschleudern beim Joggen. Und das finde ich halt einfach super angenehm. Ich fühle mich halt zwar immer so, als müsste ich 20 Kilometer laufen, wenn ich sowas anhabe, aber es ist wirklich einfach praktisch und ich fühle mich auch sicherer, wenn ich mein Handy dabei habe. Deswegen ziehe ich das einfach durch, auch wenn es irgendwie mal so nach High-Equipment aussieht. Ist doch egal. Hauptsache es funktioniert und es hat einfach wirklich nur Vorteile für mich. Es ist aber ja auch nicht so, als würde ich nicht versuchen, gegen meine Cola-Sucht anzukommen. Ich mache mir jetzt hier so ein Mixgetränk, das heißt ein bisschen von dieser Limo, ein bisschen Sprudelwasser und dann hier noch so ein paar runde Eiswürfel und das stillt dann auch ganz gut den Durst auf, irgendwie so ein Süßgetränk. Da. Guten Durst. Ich wollte jetzt etwas machen, was ich schon seit Ewigkeiten vor mir herschiebe und das ist meine Arbeitstasche aussortieren und neu einrichten. Das ist so ein Rucksack, den habe ich irgendwann mal bei Amazon bestellt. Ich finde ganz praktisch, wenn man den halt hier auch mit so einem Schultergurt über der Schulter tragen kann und hält allerdings nicht so gut die Form. Das heißt, die Sachen fliegen hier immer schnell durcheinander rum und irgendwann ist hier Unordnung reingekommen und dann habe ich angefangen, einfach nur die Sachen reinzuwerfen und reinzustopfen und jetzt habe ich mir mal so ein paar Essentials gekauft, die ich ganz gerne eigentlich immer in der Tasche hätte und das möchte ich jetzt alles mal sortieren und vor allem mal den ganzen Müll da rausholen und schauen, was da alles so drin rumspukt und das machen wir jetzt aber zusammen. Okay, dann legen wir mal los. Wir fangen hier vorne mit der Tasche an und ich hole wirklich einfach alles raus. Wir haben einen veganen Proteinriegel. Das sind sogar meine Lieblingsproteinriegel, die esse ich eigentlich immer zum Frühstück, es sei denn, ich gehe dann doch zum Bäcker. Dann haben wir einen Koro Chocolate Bar mit Berries, der war in meinem Adventskalender drin.
Der ist noch bis zum 27.06. haltbar. Den kann ich sogar noch essen. Und der ist auch noch stabil. Das ist in Ordnung. Mein Schlüssel von der Arbeit. Taschentücher. Ein Müllpapier. Das kann schon mal weg. Und das ist ein WLAN-Stick, den ich mal auf der Arbeit benutzt habe. Und den ich seitdem nie aus meiner Tasche rausgeräumt habe. Also das heißt, den kann ich mal wieder zurücklegen, da wo er hingehört. Dann haben wir hier vorne in der Tasche alles raus. Schrauben von der Arbeit. Die kann ich auch mal wieder wegräumen. Ich mache mir hier so einen Arbeitsstapel. Hustenbonbons kommen hier mal eher so zu den Lebensmitteln. Das mache ich mal eher so Richtung Kosmetik. Dann einen von meinen Concealern. Der ist, glaube ich, auch noch gut voll. Ja, so ein paar Reste. Überlege ich mir mal, ob ich den behalte oder nicht. Dann mein Lippenprodukt, das ist auf jeden Fall noch in Ordnung. Und ein Stick, das kommt auch zu Arbeitssachen. Periodenartikel und Nasenspray für mich süchtige Person. Wobei ich muss sagen, ich benutze das momentan nicht auf der Arbeit, aber für den Notfall habe ich es dabei. Hier in der Seite ist ein Imbusschlüssel von der Arbeit. Kommt auch zu den Arbeitsmaterialien. Mein Regenschirm oder ein Regenschirm, das ist gar nicht mein richtiger Regenschirm, das ist so ein Billo-Teil, da muss ich mal gucken. Und noch ein bisschen Müll. Das kommt zum Müll, Regenschirm kommt hier nach ganz hinten. Weiter geht's. Hier hinten am Rücken sind so Taschen, aber ich glaube, da habe ich nichts drin. Nee, da habe ich nichts drin. Das heißt, wir gehen jetzt schon zu der Haupttasche über. Oder zum Hauptfach. Da drin habe ich hier oben schon mal nichts. Dann nochmal ein Frühstücksriegel, weil ich wahrscheinlich einmal nicht gefrühstückt habe. Und dann noch einer dazu gekommen. Eine Flasche Wasser. Hier sind meine Periodenartikel drin. Also es gibt eigentlich einen Ort dafür. Ich weiß nicht, warum die Sachen trotzdem einfach so rumfliegen. Mein Portemonnaie. Und das war's. Dann sind hier nochmal so kleine Fächer. Und hier habe ich eine Nagelfeile. Wieder Periodenartikel. Dann nochmal Taschentücher. Und ein Medikament von mir. Das ist aber, das habe ich mal so als Notfall eingepackt. Und das ist noch haltbar bis Juni 2024. Das heißt, die kann ich noch nehmen. Und dann kann ich das loswerden. Ich muss das immer eine halbe Stunde vor meinem Frühstück nehmen. Und wenn ich das zu Hause vergesse, dann dachte ich, dann packe ich mir einfach halt einen kleinen Blister irgendwie ein für auf die Arbeit, dass ich es dann immer noch da nehmen kann, anstatt es dann halt gar nicht zu nehmen. So, weiter geht's. Was haben wir hier? Zweimal Handdesinfektionsmittel. Eigentlich super praktisch, aber dadurch, dass es so rumfliegt, benutze ich es dann nie. Noch mehr Müll. Was kann das da hinten? Zwei super spezifische Stifte, die eigentlich, die ich in sehr seltenen Fällen gebrauchen kann, weil die so, ich weiß nicht, ob man das sieht, die haben so eine richtige, so eine Pinselspitze, also keine normalen Filzstifte, die können mal wieder in meinen Kunstbedarf zurückgeführt werden, die muss ich nicht für die Arbeit benutzen. Und das war's. Und dann habe ich hier ein super ein sehr hoher Sonnenschutzfaktor Sonnenmilch. Die habe ich mir vor allem geholt jetzt hier für das neue Tattoo. Es ist eigentlich gar nicht so unpraktisch, dass das in meiner Tasche ist, aber das muss ja nicht so irgendwie einzeln rumfliegen. Und noch ein Stick von der Arbeit. Da muss ich erstmal gucken, was da drauf ist. Und das war's. Es hat sich irgendwie noch viel mehr angefühlt, aber immerhin. So, und ich war einkaufen und habe mir halt, wie ich schon gesagt habe, so ein paar Sachen gekauft, die ich irgendwie gerne dabei hätte auf der Arbeit, einfach um mich gut versorgt zu fühlen und die ich gerne in hier so kleine Täschchen packen möchte, damit das halt alles nicht immer so rumfliegt. Ich meine, ich habe so ein paar grobe Kategorien, wie jetzt hier zum Beispiel Lebensmittel oder Snacks, Kosmetika und Medikamente, und ich glaube, dafür wäre das dann ganz gut, das in einzelne Taschen zu packen.
Und für so Kleinkram wie Medikamente und so habe ich mir noch diese Döschen hier geholt. Das ist eigentlich für Creme, aber ich fand das eigentlich ganz gut, um irgendwie hier so Tabletten und sowas rein zu tun. Oder halt eben Haargummis oder so. Da muss ich mal schauen. Das ist gerade alles schon einmal gefilmt und ich habe Aufnehmen gedrückt, ich Idiot. Deswegen wundert euch nicht, dass die Sachen jetzt schon so ein bisschen vorsortiert sind. Ich war da jetzt einfach schon an allen Sachen schon mal dran. Ja, und ich habe mich ein bisschen näher rangeholt, damit man das besser sieht. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon gesagt habe, aber ich brauchte noch eine vierte Tasche und ich hatte damals diese schwarze Tasche hier für meine Periodenartikel. Das war so ein Zweierpack, deswegen hatte ich die jetzt noch, was super günstig ist. Weil hier wollte ich jetzt die ganzen, ja eher so Medikamentensachen reinmachen. Das heißt, was hier reinkommt, ist auf jeden Fall die Taschentücher. Ein Desinfektionsmittel kommt da auch wieder rein. Stellt euch auf. Ja, Desinfektionsmittel kommt da rein. Dann mein Nasenspray für die Notfälle, mein Medikament und Ibuprofen. So, und dann wird der Platz schon ein bisschen eng für jetzt eine komplette Packung Pflaster. Deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme einfach zwei von den größeren mit. Also zwei Doppelblister und zwei von den kleineren. Und dann bin ich irgendwie für alle Notfälle unterwegs gerüstet. Wir haben natürlich auch einen Erste-Hilfe-Kasten auf der Arbeit, aber es geht ja jetzt auch wirklich um so banale Sachen wie, ja, dass der Schuh halt irgendwie drückt oder so. Das kann dann hier in dieses reparierte Fach. So, und dann habe ich ja noch hier diese Sonnencreme. Die würde jetzt tatsächlich auch noch passen. Dann mache ich das doch auch. Ich muss mich nur daran erinnern, dass, wenn ich die mal suche, dass sie hier in der Tasche drin ist. Und dann ist das meine Medikamententasche, die ist fertig. Die Tasche mit den Periodenartikeln ist fertig. Da habe ich jetzt eigentlich auch nur noch ein Desinfektionsmittel zusätzlich reingemacht, weil das ganz praktisch ist, wenn man unterwegs ist. Und dann sind die beiden schon mal erledigt. Dann wäre das nächste meine Snacktasche. Da möchte ich gerne die jetzt noch reinmachen, solange er haltbar ist. Mein Proteinriegel und ja, hier ein bisschen so Pfefferminz und Dextro Energy für, wenn der Blutzucker mal am Boden liegt und kein Cola in der Nähe ist. Das sollte ja auf jeden Fall reinpassen, das ist gar kein Problem. So, das geht ganz gut. Und dann hatte ich in eine von diesen kleinen Tiegelchen, die ich besorgt habe, habe ich hier noch diese Hustenbonbons reingetan. Ist nicht nötig, aber ich hatte sie ja gekauft und deswegen will ich sie jetzt auch irgendwie benutzen und dafür funktioniert das ganz gut. Und dann ist das meine kleine Snack- und Erfrischungstasche und die ist auch fertig. Und die letzte Tasche, die ich habe, ist die hier und da mache ich jetzt die, ja, Kosmetiksachen rein, die ich habe. Und das ist all das hier. Also wir hatten zum einen ein, ja, womit fange ich an? Concealer, Deo, Handcreme und meine Lippenpflegeprodukt. Nein, nicht Pflegeprodukt, sondern einfach eher so halt Lippenstift, whatever. Ja, das passt nicht so gut rein. Moment. Dann müssen wir es vielleicht andersrum machen. Ach ja, und die Nagelfeile. So, das passt nicht. Das würde noch reinpassen. Ich überlege gerade, ob ich dann vielleicht die Lippenpflege einfach draußen lasse, weil die benutze ich ja wirklich dann auch mehrmals am Tag und auch schon zu Hause. Ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt, wenn die dann einfach in einem der Fächer ist, wo ich schnell dran komme. Und das sind ja mehr so die Sachen, die man dann vielleicht eher ab und zu oder im Notfall benutzt. Dann lasse ich das so. Die ist tatsächlich ein bisschen zu klein für alles, was ich mitnehmen wollen würde. Genau, und hier hatte ich dann in den zweiten Tiegel die Haarsachen reingequetscht, also Haargummis, Bobbypins und so weiter. Das geht gerade so. Ich bin ganz happy darüber, dass es das irgendwie noch passt. Mit ein bisschen Quetschen und ein bisschen Drücken und ein bisschen ungesunden Geräuschen ist das dann hier drin. Und das finde ich jetzt auch nicht so schlimm, wenn das einfach so rumfliegt. Ich habe genug halt Innenfächer an der Tasche, dass ich da schon alles so beisammen verstauen kann. Und alles so auf einem Schlag habe. Und was jetzt noch übrig bleibt, ist eigentlich nur hier dieses ganze Arbeitszeug, aber das muss ja auch auf die Arbeit zurück. Insofern, da brauche ich ja, also das räume ich ja hoffentlich raus. Insofern kann das jetzt eigentlich alles in die Tasche. Das ist übrigens mein Outfit von heute.
Das Oberteil habe ich gerade neu, das ist von Stradivarius und ja, gefällt mir richtig, richtig gut. Ansonsten war es das für diese Woche mit meinem Vlog. Wenn heute Sonntag ist und ihr direkt am Sonntag eingeschaltet habt, dann wünsche ich euch jetzt noch ein schönes Restwochenende. Genießt den Tag und macht noch was draus. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche mit einem neuen Vlog. Bis dann. Tschüss.